Hi, mein Name ist Thibriken Roth von Styx, powered by Drums und Percussion, und ich heiße euch herzlich willkommen zum Gearcheck des Evans Snare Tune Up Kits. Los geht's! Für die 47. Episode des Schlagabtauschs, dem Podcast des Drums und Percussion Magazins und von Styx.de, habe ich das frisch erhältliche Evans Snare Tune Up Kit für euch unter die Lupe genommen. Mit dem Evans Tune Up Kit bekommt ihr alles an die Hand, um euren Snare Drum Sound abzugraden. Im Evans Snare Tune Up Kit ist alles enthalten, was ihr braucht, um den Klang eurer Snare zu verbessern. So findet man in jedem Kit ein Schlagfell, ein Resonanzfell, ein Snare Drum Teppich, die neuen Evans EQ Pods sowie Schmiermittel, Politur und sogar ein Mikrofasertuch, damit eure Snare letztendlich auch so gut aussieht, wie sie nach dem Upgrade klingt. Das Evans Tune Up Kit gibt es derzeit in drei Ausführungen: einmal mit einem 14 Zoll UE1 Schlagfell, mit einem 13 Zoll UE1 Schlagfell oder mit einem 14 Zoll Carveton Fell. Ich zeige euch mal konkret, was in meinem Kit enthalten ist. Dazu öffne ich einen wunderbaren Karton und zum Vorschein kommt ein sortierter und aufgeräumter Inhalt. Ein Tube Up Kit besteht immerhin aus 9 Komponenten. In meinem Karton befindet sich Folgendes. Ein 20-spiraliger Pureson Custom Pro Steel Snare Teppich. Ein Evans UV-1 Schlagfell und ein Evans Hazy 300 Snare Drum Resonanzfell. In dem großen Karton sind zwei kleinere Kartons. Im ersten befindet sich ein Stimmschlüssel. Im zweiten Karton sind einige großartige Gadgets. Hardware-Politur, um die Snare-Drum zu reinigen und aufzufrischen. Lack-Rubicon, das ist Schmiermittel für die Schrauben. Ein hübsches Poliertuch. Und zwei EQ-Pots. Die zwei EQ-Pots sind zum Dämpfen da, sofern Bedarf zum Dämpfen besteht. Obendrein bekommt man noch ein paar ProMark Rebound 5A Drumsticks mit dem Barney Beats Branding. Das ist eine Menge gutes Zeug auf einmal. Wer das Carveton Snare Tune Up Kit in 14 Zoll ersteht, der bekommt anstatt des Pureson Custom Pro Steel Snare Teppichs einen Pureson Concert Series Snare Teppich, welcher klanglich eher in die Vintage Sound Ecke tendiert. Ansonsten sind die Komponenten der Tune Kits identisch. Evans hat hierbei an alles gedacht. Mit dem Evans UV-1 Fell bekommt man ein sehr haltbares und vielseitiges Fell. Dank der Beständigkeit der patentierten UV-gehärteten Beschichtung bietet die Evans UV-1 Serie eine ganze Bandbreite an klanglichen Möglichkeiten. In Kombination mit dem Evans Hazy 300 Snare Drum Resonanzfell und dem 20-spiraligen Pureson Custom Pro Steel Snare Teppich ermöglicht diese Kombination einen offenen, aber dennoch kontrollierten Ton, der keinerlei Wünsche offen lässt. Lasst mich nun eure lebende Installationsanweisung sein. Ich zeige euch im Folgenden Schritt für Schritt, wie ihr eure Snare Drum mit dem Evans Tune Up Kit pimpen könnt. Bereitet euch dafür eine geeignete Arbeitsfläche vor, wie ich auch, und legt alles aus dem Tune Up Kit griffbereit in die Nähe. Zudem benötigt ihr, nicht unbedingt, aber sehr wahrscheinlich, einen Schlitz oder einen Kreuzschraubenzieher. Ich werde meine Pearl Masters Maple Reserve Snare Drum mit dem Evans Tune Up Kit aufpäppeln. Bevor ich mit dem Upgraden beginnen kann, muss ich die alten bzw. verschlissenen Elemente erstmal alle entfernen. Zunächst entferne ich den vorhandenen Snare Teppich. Dafür entspanne ich den Snare Teppich. Dann nehme ich den Snare Teppich aus einer Halterung, indem ich links und rechts, in meinem Falle mit einem Stimmschlüssel, die Schrauben an der Snare Drum Abhebung löse. Je nachdem, was ihr für eine Snare Drum habt, müsst ihr dafür einen Stimmschlüssel, wie ich nehme, oder einen Schlitzschraubenzieher oder sogar einen Kreuzschraubenzieher verwenden. Man muss die Schrauben nicht komplett herausschrauben, löst sie erstmal nur so weit, dass ihr den Snare-Teppich bequem abnehmen und später wieder problemlos einsetzen könnt. Anschließend löse ich die Stimmschrauben der Unterseite mit dem Stimmschlüssel aus den Spannböckchen der Snare-Drum und entferne anschließend den Spannreifen und das alte Resonanzfell. Das alte Fell kann dann entsorgt werden. Den Spannreifen lege ich zur Seite. Die Schraube nehme ich vorab aber noch. Sie kommen extra in einen Karton. Dazu hole ich mal
das hier noch raus. Und da sieht man, hier ist extra ein Fach dafür, dass extra Evans ein Fach vorbereitet, welchen man alle Schrauben sammeln kann, ohne Angst haben zu müssen, dass eine Schraube herunterfällt oder sogar verloren geht. Das finde ich wirklich eine klasse Idee von Evans. Nun drehe ich die Snare Drum und löse die Stimmschrauben der Oberseite mit dem Stimmschlüssel aus den Gewinden und entferne hier ebenfalls den Spannreifen und das alte Schlagfell. Das alte Fell kann getrost in den Mülleimer wandern. Der Spannreifen bleibt griffbereit in der Nähe, die Schrauben kommen zu den anderen in die Box. Jetzt kann ich die Gelegenheit nutzen, Teile der zerlegten Trommel mit dem von Evans beigelegten Poliertuch zu reinigen und zum Beispiel von Fingerabdrücken oder anderen Ablagerungen zu befreien. Nun kann ich alle metallenen Teile meiner Snare Drum mit der im Tune-Kit mitgelieferten Hardware-Politur auffrischen. In der Regel sind das die Spannreifen und die Böckchen. Solltet ihr eine Snare Drum aus Metall haben, dann könnt ihr mit der Politur auch die komplette Snare Drum bearbeiten. Beachtet bitte die Anleitung auf der Packung. Ich gebe an einer Ecke des roten Poliertuchs etwas der Politur und trage mit leichtem Druck die Politur auf die Spannreifen auf. Anschließend beginne ich mit dem Nachpolieren, denn die Politur darf nicht trocken werden. Dazu nehme ich eine trockene Stelle des Poliertuchs und wische einfach nach. Ich verwende ebenso das mitgelieferte Schmiermittel, um den späteren Stimmvorgang im wahrsten Sinne des Wortes reibungsloser zu gestalten. Ich dippe nicht die komplette Schraube in das Schmiermittel, sondern nur den ersten Teil der Schraube. Zu guter Letzt befreie ich die Gratung der Snare Drum mit dem Poliertuch von Schmutz, eventuellen Fellresten und Staub. Nachdem die zerlegte Trommel nun schön sauber und geschmiert ist, kann der Einbau der neuen Teile beginnen. Befolgt all die kommenden Schritte, um sicherzustellen, dass die Installation aller neuen Elemente reibungslos verläuft und die Snare bereit ist, gestimmt und auf euren bevorzugten Sound getuned zu werden. Als erstes lege ich das neue UV1-Schlagfell auf die Trommel. Dabei achte ich darauf, dass das Logo zentral oben an meiner Snare Drum platziert ist. Das ist aber eine rein optische Geschichte. Meinerseits hat keinerlei Auswirkungen auf den Klang. Es sieht in meinen Augen einfach schöner aus. Da meine Snare Drum über 10 Stimmschrauben verfügt, ist bei dieser Snare das Logo exakt an der Stimmschraube zu finden, die am weitesten von mir weg ist. Bei einer Snare Drum mit 8 Stimmschrauben liegt das Logo bei mir zumindest genau zwischen zwei Spannschrauben. Den Spannreifen setze ich nun auf das Schlagfell auf, selbstverständlich so, dass die für die Stimmschrauben vorgesehenen Aussparungen im Spannreifen genau über den Böckchen liegen. Folgend setze ich die vorab geschmierten Stimmschrauben durch die Aussparungen im Spannreifen in die Böckchen und drehe sie handfest an. Dazu benötige ich beide Hände. Meine rechte Hand knöpft sich eine beliebige Stimmschraube vor, die linke Hand im exakt die gegenüberliegende. Nun drehe ich mit beiden Händen, bis sie sich nicht mehr von Hand fester drehen lassen. Dann kommen die nächsten beiden Stimmschrauben und so weiter. Wenn ich alle Stimmschrauben durch habe, kontrolliere ich nochmal mit der gleichen Vorgehensweise, ob wirklich alle Stimmschrauben handfest im Böckchen sitzen. Nun gehe ich den Spannreifen mit dem Poliertuch nochmal nach, um eventuell Schmiermittel von dem Spannreifen zu befreien. Auf die gleiche Art und Weise folgt die Montage auf der Unterseite des Snare Drum. Ich drehe dazu die Snare Drum um. Lege das Evans Hazy 300 Snare Drum Resonanzfeld auf und achte dabei wieder entsprechend meines Spleens auf die ordnungsgemäße Ausrichtung des Logos.
Den Spannreifen lege ich auf das Schlagfell, passgenau mit den für die Stimmschrauben vorgesehenen Aussparungen des Spannreifen. Achtung, ganz wichtig! Auf der Resonanzfeldseite des Snare-Drums muss man unbedingt darauf achten, dass die im Spannreifen vorgesehenen Aussparungen an der Seite für den Snare-Teppich an der richtigen Stelle sitzen. Denn hier wird die Schnur des Snare-Teppichs später durchgeführt. Folgend setze ich die Stimmschrauben ein und drehe alle in der eben gezeigten Manier handfest an. Auch hier gehe ich mit dem Poliertuch nochmal nach, um eventuelle Schmiermittelrückstände von den Schrauben am Spannreifen zu beseitigen. Bevor ich den Snare-Drum-Teppich anbringe, stimme ich das Resonanzfell in meine gewünschte Stimmung. Das mache ich so an dieser Stelle im Ablauf, weil ich den reinen Klang des Resonanzfells bekomme, ohne dass der Snare-Teppich dabei in irgendeiner Weise stört, mitraschelt oder mir anderweitig in die Quere kommt. Zudem kann ich unmittelbar im Anschluss daran den Snare-Teppich korrekt befestigen. Grundsätzlich stimme ich das Resonanzfell der Snare-Drum sehr hoch, deutlich höher als bei meinen Toms. Als Faustregel gilt, je straffer das Resonanzfell getuned ist, desto besser ist die Ansprache des Snare-Teppichs. Aber auch hier Obacht geben, auch damit kann man es übertreiben. Das Resonanzfell der Snare-Drum ist hauptverantwortlich für die Teppichansprache beim Spielen und deutlich weniger bis gar nicht für den Sound und das Ausklingen verhandeln der Trommel. Ganz anders als bei den Toms. Das liegt daran, dass der Snare-Teppich das Resonanzfell berührt und so die natürliche Schwingung des Fells schon unterdrückt. Der Snare-Teppich dämpft das Resonanzfell ab. Solltet ihr Probleme mit der Teppichansprache haben, sprich zu wenig oder zu viel Snare-Teppich-Sound haben, checkt in erster Linie euer Resonanzfeld und nicht das Schlagfell der Snare-Drum. Alle Stimmschrauben sind fingerfest angezogen. Ich nutze den Stimmschlüssel und mache bei jeder Stimmschraube eine Viertelumdrehung, nicht mehr, damit nicht zu viel Spannung an einer Stelle entsteht und wir eine gleichmäßige Fellspannung erreichen können. Ich beginne an der obersten Schraube. Damit ich tatsächlich zumindest mehr oder weniger eine Viertelumdrehung mache, halte ich meinen Finger als optische Kontrolle hin. Dann gehe ich zur nächsten Schraube, also zur gegenüberliegenden Schraube. Das ist die Schraube an der 6 Uhr Position. Hier verfahre ich genauso. Dann folgt die nächste Stimmschraube und so weiter. Damit ihr präzise verfolgen könnt, in welcher Reihenfolge ich vorgehe, seht ihr die Nummern der Positionen eingeblendet. Ich betone nochmal, die Reihenfolge gilt für eine Snare-Drum mit 10 Stimmschrauben. Diese Reihenfolge sorgt für eine gleichförmige Stimmung an allen Stimmschrauben, die Grundlage für einen guten Sound. Solltet ihr 8 oder 6 Stimmschrauben haben, die empfohlenen Reihenfolgen für Snare-Drums mit 8 oder 6 Stimmschrauben, seht ihr ebenfalls eingeblendet. Die Reihenfolgen gelten übrigens nicht nur für Snare-Drums, sondern auch für alle anderen Trommeln. Um mein Resonanzfell auf die gewünschte Stimmung zu bringen, mache ich insgesamt 6 Runden mit je einer Viertelumdrehung an jeder Stimmschraube. Das ist aber wiederum mein persönlicher Geschmack. Probiert andere Stimmungen aus und experimentiert. Das kann sehr spannend sein und interessante Erfahrungswerte bringen. Jetzt drücke ich das Fell in der Mitte mit meinem Handballen nicht übertrieben fest etwas ein, damit ich eventuelle Ungleichmäßigkeiten aus dem Fell bekomme und sich das Fell der Kesselkratung besser anpassen kann. Ebenso gehe ich aus dem gleichen Grund am Rand mit gleichem Druck entlang. Um zu checken, ob ich nun eine gleichmäßige Stimmung habe, schlage ich mit 2 Fingern in einem Abstand von ca. 1 bis 2 cm an jeder Stimmschraube das Fell an und achte dabei darauf, ob die Töne an den Schrauben alle identisch klingen. Manchmal verwende ich auch einen Mellenschläger, der hat den Vorteil, dass man weniger Attack bekommt, wodurch die eigentliche Tonhöhe etwas deutlicher hervortritt und er das Fell mehr schont als ein Stick beispielsweise. Wenn ich mit der Stimmung zufrieden bin, folgt die Montage des Snare-Drum-Teppichs. Ansonsten muss ich noch etwas nachbessern und feinjustieren und schauen, dass der Sound an den Stimmschrauben schön einheitlich ist. Der letzte Schritt im Zusammenbau des Snare Drum ist die Anbringung des Snare Drum Teppichs. Nehmt euren Snare Teppich samt Bänder aus der Verpackung. Legt ihn mit der Beschriftung Pure Sound nach oben vor euch, ebenso die Bänder mit der Beschriftung nach oben.
Zunächst müssen die Metallpins an den Bändern ordnungsgemäß angebracht werden. Die Metallpins gehören an die Stelle, an der ihr die zwei weißen Parallelen seht. Dort befindet sich ein Loch, wo ihr den Metallpin durchführen müsst. Das gerade Stück des Pins muss dabei unten sein. Oben ist immer dort, wo die Beschriftung zu sehen ist. Wir ziehen den Pin jetzt mal durch dieses Loch durch. Das gleiche mit dem zweiten. Und ein Ersatzpin ist übrig. Zieht nun jeweils auf der rechten und linken Seite des Snare-Teppichs die Bänder mit der Beschriftung nach oben durch die vorgesehenen breiten Löcher in der Mitte des Snare-Teppichs. Achtet dabei darauf, dass möglichst die Pins nicht das Metall von dem Teppich berühren. Die Snare-Drum-Abhebung an der Snare-Drum sollte jetzt gelockert und der Mechanismus für die Feinjustierung des Snare-Teppichs ungefähr in einer mittleren Position sein, dass man später flexibel, wenn es darum geht, den Snare-Teppich zum Klingen zu bringen. Ich kontrolliere mal gerade bei mir, dass alles soweit korrekt ist. Ich platziere den Snare-Teppich jetzt genau in der Mitte der Snare-Drum und ziehe die Bänder jetzt durch die Aussparung hier an der Seite durch, links wie rechts natürlich, und gebe danach Acht darauf, dass im Teppich keine Wellen sind, und ziehe danach die Bänder durch die Halterung der Abhebung. Ich achte genau darauf, dass der Abstand des Snare-Drum-Teppichs zum Kesselrand rechts und links gleich ist. Wenn der Abstand gleich ist und der Teppich gerade verläuft, kann er bestmöglich arbeiten. Das Geniale an dem PureSound Custom Pro Steel Snare-Teppich ist, dass er auf den Bändern eine Nullmarkierung hat. Diese Markierung soll genau am äußeren Rand des Kessels platziert werden. Eine wirklich tolle Hilfestellung. Kontrolliert, ob die Nullen rechts und links an der gleichen Stelle am Kessel aufliegen. Befestige zunächst die Seite der Snare-Drum-Abhebung, die nicht den Hebel hat. Dazu kontrolliere ich zunächst, dass das Band mittig durch die Halterung verläuft. Ist dies der Fall, ziehe ich die Schrauben an dieser Seite fest. Aber nur so fest, dass ich gleich noch die Schnüre und die Position des Snare-Teppichs gegebenenfalls korrigieren kann. Ich verfahre nun an der anderen Seite exakt genauso wie gerade. Ich ziehe das Band durch die Halterung, achte auf den Abstand des Snare-Teppichs zum Kesselrand, beziehungsweise beim PureSound-Teppich auf die geniale Nullmarkierung und darauf, dass der Snare-Teppich mittig in der Halterung sitzt, und ziehe die Schrauben dann fest. Jetzt sollte alles richtig sitzen. Eine kurze Überprüfung kann nicht schaden. Wenn alles passt, die Schrauben ordentlich anziehen. Nun kann man mit der Hebelvorrichtung den Snare-Teppich auf Spannung bringen. Es folgt der letzte Schritt. Nachdem die Snare wieder zusammengebaut und mit den neuen Tune-Up-Elementen ausgestattet wurde, muss noch das Schlagfell in Stimmung gebracht werden. Jede Schlagzeugerin und jeder Schlagzeuger haben bekanntlich andere Vorlieben und Vorstellungen davon, wie die Snare-Drum zu klingen hat. Daher möchte ich darauf jetzt gar nicht großartig im Detail eingehen, aber um das Ganze zu einer runden Sache werden zu lassen, zeige ich euch noch meine Stimmung als Ausgangspunkt für eure Stimmung eurer Snare-Drum. Dazu gehe ich genauso vor wie bei der Stimmung für das Resonanzfell. Der einzige Unterschied ist, dass ich anstatt 6/4-Umdrehungen nur 4/4-Umdrehungen machen werde. Meine gepimpte Snare Drum ist einsatzbereit und wartet auf ihren ersten Einsatz. Ich bin sehr gespannt, wie sie jetzt klingen wird.
Das ist schon mal eine Ansage. Ich stehe auf viel Obertöne, also auf eher ungedämpfte Snare Drums, aber es gibt viele musikalische Situationen, da benötigt man eher einen trockenen Klang. Dazu haben wir noch die zwei roten Evans EQ-Pods. Hören wir uns die Snare Drum mit einem EQ-Pod an. Diesen lege ich oben einfach auf die Snare Drum auf. Durch seine Beschaffenheit hält der EQ-Pod problemlos. Wie klingt die Snare Drum mit zwei EQ-Pods? Kommen wir zu meinem Fazit. Evans hat an alles gedacht, was man benötigt, um seiner Snare Drum zu einem kompletten Upgrade zu verhelfen. Man bekommt ein rundum sorglos Paket, die eierlegende Wollmilchsau oder wie auch immer ihr das nennen möchtet. Es macht tatsächlich Spaß, alle Komponenten einzusetzen. Ich bin wirklich begeistert. Selbst die Preise für die Tune Up Kit sind gemessen am Inhalt absolut attraktiv und nicht so hoch angesetzt. Das von mir vorgestellte Evans Tune Up Kit mit dem 14 Zoll Ruby Vanfell kostet Listenpreis Stand Oktober 2022 90 Euro. Ich habe es aber auch schon im Handel für 79 Euro gesehen. Das Evans Snare Tune Up Kit mit dem 13 Zoll UV Vanfell kostet laut Liste 88 Euro und das Evans Snare Tune Up Kit mit dem 14 Zoll Carveton Fell 80 Euro. Beide Kits sind beim Händler eures Vertrauens aber garantiert auch günstiger zu erstehen. Nur zum Vergleich, rechnet man alle Komponenten des Evans Tune Up Kits zusammen, kommt man auf weit über 110 Euro, also von daher absolute Kaufempfehlung. Das war's für heute mit dem Evans Tune Up Kit. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bitte vergesst nicht, den Kanal der Drums und Percussion zu abonnieren, die Glocke zu aktivieren und ein Like zu hinterlassen. Schaut auch unbedingt auf sticks.de vorbei. Sticks.de bietet euch nicht nur tagesaktuell das Neueste aus der Welt des Trommelns und im Lesestoff auch jede Menge Video- und Audiomaterial und den Podcast Schlagabtausch. Darüber hinaus hält es auch zwei unglaublich umfangreiche Archive bereit, die die Zeitspanne von 1988 bis heute umfassen. 34 Jahre Schlagzeuggeschichte. Letzteres wie gehabt als kostenloser Service für alle Abonnentinnen und Abonnenten. In diesem Sinne, ich wünsche euch immer viel Freude beim Trommeln. Bleibt gesund und munter. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut, euer Timo. Ciao.